Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich hoffe, er fokussiert. Ja, da steht er also. Ja, so kann man durch die Gegend düsen. Tja, was können wir da noch sagen, Nino? Was will man noch mehr? Im Kuhstall. Und ihr seht's? Wahnsinn! Ein Lego! Und der Hut blinkt auch. Mal 2 cm. Voll geil, oder? Von uns rüber. Hallo Ali, ich bin's wieder. Flipperstein, Schmatzer, alter Knack aus dem Rostingstädtchen in Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze im alten Kindergarten, dem Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets, das ab April wieder geöffnet hat. Und begrüße euch ganz herzlich zu einem tollen YouTube-Video. Ich habe euch was mitgebracht. Das ist sehr langsam, was ich mitgebracht habe. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ich hoffe, er fokussiert, ist der Nino. Servus. Hallo. Du willst heute am Schuss dabei sein, hast du gesagt. Mhm. Dann werden wir den Hut mal weggeben, denn dann können wir sagen, ja, jetzt hat er kurze Haare, das ist anders als früher. So, ja, wir haben euch noch was mitgebracht. Stimmt das? Ja. Jo. Und zwar eine wunderbare Lego-Platte. Und noch was, ja, noch was. Ein Schwein. Hallo Schwein, grüß dich. Oink, oink. Ja, man hat was von der Firma Lego mitgebracht. So. Kannst du es vorlesen? Soll ich? Ich soll nicht vorlesen? Aber ich glaube, jetzt speise ich dich gleich raus. So. Das, meine lieben Freunde der Blasmusik, ist die Lego 8829, umgangssprachlich auch 8829-1 genannt. Ein Beach Buggy aus dem Jahr 1994. Der englische Name ist Doom Blaster. Er besteht aus 278 Teilen, beinhaltet keine Minifigur und hat die Kindergarten-Inventarnummer LA-94106. Im deutschen Lego-Katalog war 1994, 1995 und 1996. Ich muss jetzt einen Blick werfen. Da haben wir wieder ein falsches Zahnrad, oder? Wenn ich das da anschaue? Nein. Schaut nur so aus. So, wir kommen zur Vermessung. Denn vermessen ist am besten. Das ist das Konzept. Die Gesamtlänge. 25,3 cm, die Höhe, das ist der Spoiler, das höchste, 12,4 cm und die Breite 16,3 cm. Ja, da steht er also. Sag mal, Nino, was ist denn das? Ein Auto. Ein Auto? Welche Art von Auto? Lego-Auto. Ein Lego-Auto. Und ein Rennauto. Ein Rennauto, sagst du. Mhm. Hm. Das ist spannend. Der englische Name ist ja Doom Blaster. Das würde ich eher so als Wüstenrenner bezeichnen. Und der deutsche Name ist Beach Buggy, was ja nicht deutsch ist. Und Beach ist Strand. Das heißt, es wäre ein Strandrenner. Komisch. Also ein Auto, das neben einen Strand ein Rennen fährt. So ungefähr, so stellen wir uns das vor. Wie ist er aufgebaut? Er hat mal einen schwarzen Rahmen aus Technikelementen, hochtechnikifiziert, zwei riesige Ballonreifen hinten, da steht Lego Group 68,8 x 40 mm drauf, Riesenbutze sind das. Vorne hat er kleinere Räder, da steht drauf Lego 20 x 30, das sind kleinere Ballonräder, die sind alle hohl, also luftgefüllt. Da musst du auch gleich grapschen, gell? Obendrauf haben wir dann einen roten Aufbau aus Techniklochbalken, ein paar Platten, ein paar Dachelementen, um Schrägen zu gewinnen. Hinten drinnen haben wir einen einen V-Motor integriert, und zwar ein Zweizylinder V-Motor, der durch das eine Rad angetrieben wird, und zwar original nur das eine. Nur das rechte hintere Rad treibt den Motor an, beziehungsweise der Motor nur das rechte hintere Rad. Das linke läuft frei. Und dann haben wir noch eine
Lenkung. Die Lenkung ist hier mit diesem schwarzen Top-Knopf zu betätigen, also Hands of God. Eine Stange, die einfach nach unten durchgeht. Unten ein kleines 16-zehnriges Zahnrad, das auf ein anderes 16-zehnriges klassisches Winkelzahnrad geht. Nach vorne auf ein 16-Zahn-Zahnrad. Wer hätte das gedacht? Noch ein 16-Zahn-Zahnrad, das dann oben liegt, und auf ein 8-Zahnrad. Mir fällt auf, dass das Fahrzeug keine Lenkung für den Fahrer hat. Das ist aber frustrierend. Mir fällt auch auf, dass es ziemlich staubig ist. Aber es kann auch, man kann auch mit den Zahnrädern da lenken. Ich weiß nicht, ob das gescheit ist, wenn man mit einem Zahnrad lenkt, wenn man sich da die Finger dann einzwickt. Das weißt du. Du zwickst öfter mal die Finger ein. Ist das gut? Also eher nicht. Die eine Technikgeschichte da ist ein bisschen staubelig. Damit müsst ihr leben. Vorne haben wir noch eine Stoßstange, die ist konstruiert aus Technikstangen mit diesen einrastenden Elementen auf den Halbachsstoppern. So funktioniert das. Ja, und dann kann man da so fahren. Ach, der federt ja. Warum verfedert denn der? Weil er eine sehr absurde Federung hat. Er hat hinten die Hinterachse auf diesen 8er Technik Lochbalken gelagert. Auf dem letzten Loch ist praktisch die Achse. Vorne ist dieser 8er Lochbalken mit zwei normalen Beams, Dübeln, verbunden. Und dazwischen in der Mitte sind die Federn montiert. Das heißt, wir haben hier eine Hebelwirkung, die beim Springen den Motor flappen und hüpfen lässt. Das kennt man aus diversen ferngesteuerten Autos. Allerdings nicht von der Firma Lego, sondern von anderen Firmen. Das ist spannend, jetzt nicht hochtechnisch, aber eine Lösung. Vorne haben wir keine Federung. Ja, so kann man durch die Gegend düsen. Was meinst du, Danino? Ist der nett oder nicht so nett? Ja, nett. Dir gefällt er? Probierst du ihn mal aus? Uiuiui, fast der gleich. Nicht gegen den Messbecher, also wirklich. Also er fährt. Und federt. Mhm. Ich hab auch ein kleines Spielzeugauto, das federn kann mit den vorderen Rädern und den hinteren Rädern. Dann kann es mehr als der. hier ist ja noch erwähnt, hier sind diese Flexrohre eingesetzt. Die sind nicht richtig, wie ihr sicher schon bemerkt habt mit euren Adleraugen. Die sind hier gestückelt. Das liegt daran, dass ich nur kurze hatte. Jetzt habe ich hier einfach zwei aneinander gesteckt mit einem kleinen Flex-Element drinnen. Und das sieht man natürlich, wenn man hinschaut. Deshalb fordere ich euch auf, nicht hinzuschauen. Dann seht ihr das auch nicht. Dann räumen wir es lieber weg, dann sieht es keiner. Die Hausübung. Finde heraus, welche die vier Basen der DNA sind. Wir werden hier zum Bildungskanal Ende Februar. Unglaublich. Tja, was können wir da noch sagen, Nino? Wir können noch sagen, dass wir vergessen haben, aus dem Messbecher zu trinken. Magst du das nachholen? Ja. Ein Schluck aus dem Messbecher, denn aus dem Messbecher schmeckt alles besser. Bitteschön. Neulenkbacher Hochquellwasser, wunderbar. Das hast du ein bisschen anpatzt, weil er beim Schnabel ausgekommen ist. Ja. Ja, wir danken euch fürs Zusehen. Wir freuen uns auf einen wunderschönen März. Langsam soll es wärmer werden. Es wird ein wunderbares neues Sommerjahr. Und das Kindergramm ist schon dabei, abgestaubt zu werden. Du kannst gleich mal abstauben gehen. Nicht die Reaktion, die ich mir gewünscht hätte. In diesem Sinne. Bis später, bis dann, bis irgendwann. Hier im Eitel Kinderraum oder hier auf diesem YouTube-Kanal. Das ist der falsche Kanal, der gehört schon nicht so vegan. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ein Lego-Koffer. Der liegt auf 2 cm. Da bin ich, hallo. Ja. Freigeil, oder? Von und zu überhaupt.